So, meine Lieben, da bin ich wieder mit dem vierten Teil. Da muss ich eine kleine Geschichte dazu sagen. Wie ihr wahrscheinlich im vorigen Video gesehen habt, habe ich da schon was gemacht. Und zwar sollte das der hier werden. Ich wollte was ausprobieren. Und zwar hatte ich mir mal zu Übungszwecken, meine Lampe ist im Weg, zu Übungszwecken hatte ich mir mal 4D-Gel gekauft über Amazon. Ich glaube, das kam aus China. Zum Üben sind die nicht schlecht. Habe ich auch schon ausprobiert. Nur noch nicht das Weiß. Und das Weiß, das ist halt sehr cremig. Und deswegen ist es nicht richtig schön geworden. Das seht ihr hier schon. Das ist so... Ja, ich weiß nicht. Das ist so wie... Also, es war auf jeden Fall nicht so gut. Im Gegenzug, das waren so ein ganzes Set. Da sind 12 Teile drin. Das hat mich, glaube ich, 16 Euro gekostet. Und ich habe gedacht, so zum Probieren wird das schon gehen. Also so für die Nail Art Sachen. Weil das zum Beispiel hier, das ist richtig fest. Und mit dem habe ich auch schon mal gearbeitet. Also das ist auch richtig super gewesen. Oder auch hier das Rot habe ich schon mal genommen. Ups, Blättern. Da. Das Rot und ich glaube von das Blaue auch schon mal. Also diese waren super. Das Weiß ist nicht so toll. Gut, für Übungszwecken oder so kann man das hernehmen, weil da wollte ich jetzt auch nicht unbedingt das von Trendnails nehmen. Weil das ist ja auch ein bisschen teurer. Und was mir auch aufgefallen ist, das tut sich vergilben in der Lampe. Also das schaut grottenschlecht aus. Deswegen tue ich das ganz schnell abfräsen, tue den neu versiegeln und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann geht es mit dem 4D-Gel weiter und dann machen wir dieses Design. Bis dahin, bis gleich. So. Ich habe den jetzt schnell abgefeilt, eine Glanzversiegelung nochmal rauf. Das ist jetzt ein bisschen sehr durchsichtig, aber das ist jetzt nicht so wild. Habe ich schnell abgekriegt. Wir fangen jetzt an mit diesen kleinen Blütchen. Ich werde die natürlich auf diesen Nagel hier wieder ein bisschen größer machen, werde aber auch später noch kleinere mit dazu machen. Und wie gesagt, ich nehme hier das Plastilingel von Trendnails, das Weiße, das schaut so aus. Ich bin ganz zufrieden mit dem. Ich habe noch eins von, von Crystal Nails, genau. Wir nehmen uns da wieder Kügelchen raus. So, ja. Vielleicht einmal halbieren. Ich mache die hier wieder rauf, auf den, dass ich da eine Ablage habe. Da ist jetzt irgendwas Schwarzes mit drin. Naja. Ach, weil ich vorhin den Schwarz da euch gezeigt habe. So, ich mache mir hier diese kleinen Kügelchen schon rauf. Das ist an sich auch eine schnelle Nailart. So. Das reicht erstmal. Da habe ich schon so einen kleinen. So, ich platziere den einfach dahin. Wo ist der jetzt hin? Die Kugel da. Und befeuchte wieder meinen Silikonpinsel hier. Und jetzt habt ihr die Kugel da. Ich werde euch wieder ein bisschen näher ranzoomen. Zack. So, ihr habt jetzt da diese Kugel. Ja. Und dann geht ihr einfach mittig rein. Einmal rechts.
einmal links. Gut, das ist jetzt ein sehr großes Blütenblatt, ja. Ups. Da setze ich das nächste hin. Und dann auch wieder in die Mitte. Und dann rechts und links. Noch ein Kügelchen. Die sind mir alle zu groß irgendwie. Gar nicht gewohnt, so groß zu. Und für Anfänger natürlich ist besser, wenn ihr immer zwischendurch durch aushärtet. Das sage ich ja öfters. So, auch wenn es jetzt keine richtige Kugel ist, das ist nicht schlimm. Das könnt ihr so hindrücken, dass es dann trotzdem ein Blütenblatt wird. Ich mache jetzt gleich weiter. Ups. Aber ich mache mal kleinere. Und immer befeuchten, weil sonst pappt es da dran. Das ist dann auch nicht so schön. Drücken und dann einfach da nochmal rein und da nochmal rein. Da habe ich nicht genug befeuchtet. Da hebt es dann an. So, jetzt machen wir noch eine kleine Kugel. Und wieder drücken. Drücken. Mit dem, das geht, kann man on top arbeiten. Also auf die Versiegelung drauf. Und ihr müsst immer einen Mittelpunkt da haben in der Mitte. Und ich finde das immer so ungerade Zahlen von Blütenblättern am schönsten ausschaut. Aber das ist ja jedem selber überlassen. Also ihr werdet bei mir ganz selten vier Blütenblätter sehen. Mache ich auch ab und zu mal, aber ganz selten. Kommt dann immer drauf an, was das für eine Blume ist. So. Und dann machen wir da unten noch eine ganz Mini-Kugel hin. Also Blüte meine ich. Also ich werde jetzt praktisch immer kleiner. Wenigstens kannst du das da gut sehen, weil der Tipp so groß ist. So. Ups.
Und noch ein Mini-Blättchen. So. Und ja, ich werde das jetzt mal so lassen. Vielleicht mache ich da noch eins hin. Noch kleiner. Eine Mini-Kugel nochmal halbieren. Jetzt werde ich da wahrscheinlich gar nicht richtig hinkommen, weil der andere Nagel dazwischen ist. Das geht schon. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal so mit zwei Blütenblättern. Ja, das werde ich jetzt kurz anhärten. Das Plastilingel härtet ziemlich schnell aus. So. Dann nehme ich hier von First Gel das Artistline Painting Gel. Das heißt auch Wedding White. Das hat keine Schwitzschicht und glänzt dann zum Schluss. So, ich mache mal hier wieder auf meiner Palette was rauf. Nehme meinen langen und noch einen kürzeren. Ich nehme den hier, Nail Art Master 05. Der hat so eine Spitze. So, das reicht schon. Ist schon hart. Ups, da sitzt ja. Da. So, und jetzt arbeiten wir wieder den Pinsel ein. Wie bei den anderen Malen. So, geh mit der Spitze einmal da rein. Ich weiß noch nicht, welchen Pinsel ich nehme. Das merke ich jetzt gleich, wenn ich anfange zu arbeiten. So. Und male mir hier Schnörkel. Dann könnt ihr das da noch ein bisschen ziehen. Ups. Das ist jetzt der Tipp da im Weg. Und ich probiere jetzt mal mit dem anderen. Na, der ist zu dick. Ich brauche den von Moira. So, der hat eine ganz, ganz dünne und kurze Spitze. Und dann malen wir hier noch einen Schnörkel hin.
Und hier an der Seite. Und da ziehe ich wieder so einen Faden raus. Und dann machen wir hier noch einen hin. Und dann machen wir da noch diese Pünktchen hin. Immer kleiner werden. Ich härte das mal ganz kurz an. Ich werde jetzt nicht meine super, super, super tollen Steinchen hernehmen. Noch ein paar ältere, die nicht so schön sind. Das sind die hier, die glitzern jetzt nicht so dolle. Und die nehme ich jetzt einfach dafür her. So. Jetzt tun wir da noch ein paar Pünktchen hinsetzen. Und hier oben vielleicht noch. So. So lasse ich den jetzt und der kommt jetzt in die Lampe. Und dann hatte ich ja, glaube ich, im ersten Video erwähnt von den Wedding Nails oder im zweiten, glaube ich, dass ich die Steinchen oder Perlen in diese 3D-Paste immer reindrücke. Und das zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. Alles schön sauber machen.
Also hier dieser Master 05, den ich zuerst hatte, der eignet sich wirklich nur für andere Sachen. Also für Nägel ist der nicht so gut. Also hier zum Schnörkel malen zumindest. So. Jetzt nehmen wir wieder. Viel haben wir denn da? 1, 2, 3, 4. 4 Blüten. Da braucht man ganz wenig nur. Wo ist jetzt der Deckel hin? Achso. So. Also ich nehme da einfach so eine Kugel wieder von diesem Plastilingel und nehme mir ganz wenig von der Kugel. Na, so ganz wenig. Das ist auch schon viel zu viel. So. Und das platzieren wir jetzt genau in die Mitte. Genau dahin. Diese eine Kugel. So. Dann nehme ich mir hier so ein Steinchen. Und setze das genau in die Mitte rein. Und drücke es nach unten. Na, jetzt. Und seht ihr das, dass da so ein kleiner Rand ist? Auf jeden Fall ist das hier richtig ummantelt. Und da kann auch nichts passieren, dass das rausfällt. Also wenn ich das meinen Kunden mache, die haben nach 4 Wochen immer noch ihr Steinchen drin. Hier eine Kugel. Da braucht sie echt nicht viel. Je nachdem, wie groß die Steine sind, ne? Und die Blüten. Ich habe jetzt da unten ganz winzige Blüten, also nehme ich da wirklich nur ganz wenig. So. Jetzt habe ich sie erstmal aufgesetzt. In die Mitte platzieren. Und jetzt kommen meine Steinchen. Einfach raufsetzen und in die Kugel reindrücken. Oh, jetzt ist der verkehrt drum. Rechtzeitig gemerkt, so eine noch. Zeige ich euch das noch mal vom Nahen. Da ist jetzt die Kugel. Aufsetzen auf die Kugel und dann einfach reindrücken. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann, dass da jetzt so ein. Doch, da kann man es gut erkennen. Genau. Und jetzt kommt das wieder in die Lampe. Und dann ist das Design auch schon fertig. Das wird jetzt ausgehärtet. Und dann ist der vierte Tipp schon fertig. Zeige ich euch jetzt noch. So,
klar, da habe ich das jetzt viel feiner gemacht und ganz wenig Gel, also dieses Plastilinzeug. Aber so konntet ihr das richtig erkennen, wie ich das gemalt habe. Ja, der ist jetzt viel schöner geworden als der andere, weil der auch nicht ergraut. Das ist ganz gut. Das war's zu dem vierten Nagel. Und ich werde mich jetzt gleich ransetzen an den fünften. Bis gleich. Ciao.